Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Video, liebe Appella-Maklerinnen und liebe Appella-Makler. Heute geht es darum, Ihnen das, ja, oder ein neues Tool vorzustellen, was seit einiger Zeit im Rahmen der Appella-Anbindung nutzbar ist. Und zwar geht es um Appella My Web Depot. Und heute geht es auch darum, dann den Dienstleister oder den, ja, die das Haus hinter Appella My Web Depot einmal vorzustellen. Und dafür habe ich heute zum einen unseren Verantwortlichen für den Bereich Investment bei mir, den Jens Quitschalle. Und ich habe den Jörg Richard zu Gast, der von der Sobako ja, hier sozusagen zur Verfügung steht, um uns einige Fragen zu beantworten und natürlich auch die Software vorzustellen, die eben jetzt für den Bereich Kapitalanlage zur Verfügung steht. Ja, Jens, bevor wir gleich in die Software einsteigen mit dem Herrn Richard, würde ich gerne von dir nochmal hören, warum gab es jetzt hier eine Veränderung und was hat der Appella-Makler davon jetzt global zu erwarten, ohne jetzt schon in die Details einzusteigen? Ja, ich begrüße erstmal die zwei Teilnehmer, erstmal dich, Thorsten, und auch den Jörg begrüße ich hiermit und freue mich sehr, dass wir diese Grundvorstellung für die neue Software Appella My Web Depot mit begleiten kann. Und warum geht es hier? Warum gab es die Entscheidung etc.? Also mal grob gesagt hatten wir bis vor 5 Jahren auch eine externe Software bei Appella, wo wir die Depots in der Abwicklung, in der Aufnahme, in dem Berichtswesen, in der Auswertung komplett angeboten haben. Und ich sage es aus der Vergangenheit so, wie es war. Wir waren damit recht unflexibel, konnten auch keinen Einfluss auf Änderungen nehmen, auch keinen Bedarf dort einführen. Und diese Software wurde mehr und mehr zur Behinderung von Neuumsatz oder von Begleitung von Umsätzen und von Vertrieben. Klar ist eins, wir haben Wohlverhaltensregeln, wir haben MiFID und, brauche ich alles gar nicht zu nennen. Und wir haben vor 5 Jahren uns dazu entschieden, diese Software zu kündigen und zu trennen und waren der Meinung, was aus heutiger Sicht ja schon auch recht naiv war, dass wir insgesamt die gesamten Lagerstellen plus den Vertrieb plus der Regulatorik plus der Gesetzgebung alles aus eigener Hand selber machen können. Nun sind wir zwar Teil in Softwarehaus, aber ganz klar hier mitzuteilen, war das schon eine Überschätzung. Ja, also das, was ich an Regulatorien aus meiner Vergangenheit vor 20, vor 15, vor 10 Jahren innerhalb von 5 Jahren geändert hat, da liegen wir heute bei Änderungen von einem Vierteljahr. Wir können das nicht nachhalten. Und da haben wir natürlich versucht, am Markt eine Software zu finden. Jetzt gibt es natürlich nicht nur Sobako, das ist ganz klar. Es gibt da schon mehrere Mitbewerber. Aber eins war auch klar: Wir brauchen unbedingt die Unabhängigkeit für unsere Bestände. Wir brauchen unbedingt die Unabhängigkeit der Entscheidung der neuen Anbindung von Plattformen und von Banken. Wir brauchen unbedingt die Dokumenten in eigener Hand. Und wir brauchen natürlich eine vertriebsfreundliche Aufnahme von Daten, gesetzeskonform, aber es muss natürlich auch möglich sein, in kürzester Form auch mal zu Umsätzen zu kommen. Und ja, ich habe mich lange am Markt bewegt. Wir hatten auch paar, das hat der Markt jetzt nicht so mitgekriegt, zwar negative Querschüsse, ja, wo man Software anbezahlen mussten etc. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind jetzt, ich persönlich, sehr, sehr glücklich, bei Sobako gelandet zu sein. Es war am Ende eine Empfehlungskette aus dem Depotbankenbereich heraus, auch unserer größten Depotbank. Habe dann den Jörg, wenn ich das gleich so sagen darf, habe ich dann kennengelernt. Ich habe mir persönlich auch alles gesehen. Wir hatten den Musterzugang. Wir haben uns persönlich kennengelernt vor Ort. Und ich bin heilfroh, dass wir es haben. Es ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit bis heute in der Integration. Und wir haben die ersten Makler freigeschalten, circa 200. Ich habe bis heute noch nichts Negatives gehört. Ein Drittel davon nutzt es aktiv. Wir hatten nach 2 Tagen die ersten Komplettanträge. Ich habe selber schon zwei auch durchgeführt. Es fun funktioniert für mich, der im Stoff steckt, selbsterklärend. Und ich freue mich auf die Zukunft, vor allen Dingen auch auf die erweiterte Zukunft und würde jetzt einfach an den Jörg Richard von Sobako übergeben, damit er seine Software vorstellt. Ja, dem schließe ich mich dann an. Ich bin jetzt ganz gespannt, denn auch ich bin zwar schon freigeschaltet für die Software seit kurzem, aber ich habe es noch nicht geschafft, wirklich in die Tiefe zu gehen, habe es einmal geöffnet und dann gesehen, es funktioniert und habe mir dann vorgenommen, reinzuschauen. Das werde ich mit Sicherheit nach heute dann auch tun. Aber Herr Richard, dann überlassen wir jetzt mal Ihnen das Wort und ja, Sie können dann Ihre Präsentation auch zeigen.
und allen Zuschauern jetzt viel Spaß und hoffentlich viele Impulse für weiteres und neues Investmentgeschäft. Also an beide vielen Dank für die Vorschusslorbeeren und die Lorbeeren. Natürlich ist die Messlatte jetzt sehr hoch gehängt und wir werden versuchen, das dementsprechend auch umzusetzen. Wir haben schon seit längerem Kontakt zu der Apella, namentlich auch zu Jens Quitschalle, wo wir Daten liefern im Hintergrund. Das ist auch unser Thema, dass wir die Macher im Hintergrund sind und uns nicht so stark in den Vordergrund stellen. Deswegen findet man auch wenig Presseberichte oder Marketing-Sachen von uns. Wir wollen uns auf das konzentrieren, was unser USP und was uns ausmacht. Und das ist in der Tat das Thema Datenverarbeitung. Ich lasse die Kamera noch ein bisschen an, damit Sie das Gesicht auch hinter der Betax oder der Sobarco Betax sehen. Ich selbst bin seit mittlerweile fast 22 Jahren hier dabei, habe das Unternehmen aus einem Vermögensverwalter heraus gegründet, was natürlich eine Herausforderung war. Und Jens hat es angesprochen, die regulatorischen Vorschriften, die Vorgaben, die waren bis vor 15 Jahren, würde ich mal behaupten, relativ gering. Dann hat sich das im Halbjahrestakt alles geändert. Es fing die MiFID I an, es ging mit der MiFID II weiter. Wir haben die Finanzvermittlerverordnung. Und all das sind Themen, die wir gerne und auch sehr strikt umsetzen, damit wir ein Tool zur Verfügung stellen, mit dem Sie als Berater ein gutes Gefühl haben, das ganze Geschäft hier abzuwickeln. Und deswegen stelle ich uns kurz mal vor, was sind wir, wo kommen wir her, wo sitzen wir hier im schönen Regensburg, und gehe jetzt gleich mal über in die Präsentation. In der Präsentation selbst werde ich Screenshots von der Software an sich zeigen, denn wenn wir jetzt live reingehen in diesem kleinen Überblick, glaube ich, ginge das zu weit. Diese Live-Vorführungen, ein paar Schulungen, die werden wir dann in Zukunft nochmal nachholen. So, ich gebe jetzt hier mal meinen Bildschirm frei. Und an die beiden Herren kurz Daumen hoch, wenn Sie den Bildschirm sehen. Nicht, dass ich hier mit einem schwarzen Bildschirm präsentiere. Das ist der Sitz der Sobarco Betax AG. Nein, es gehört uns nicht das gesamte Gebäude. Wenn wir nicht so stark automatisiert wären, dann bräuchten wir mit Sicherheit das komplette Gebäude. Wir sind im mittleren Stockwerk, sind wir hier vertreten, und ca. 20 Leute kümmern sich darum, dass wir für unsere Partner, für unsere Kunden den entsprechenden Service dann zur Verfügung stellen. Was steckt noch hinter der Sobarco Betax? Unser Hauptgesellschafter, unser Hauptaktionär. Seit gut 7 Jahren ist die Sobarco Holding in der Schweiz. Insgesamt sind wir mit dieser Gruppe relativ stark, was die Mitarbeiteranzahl anbelangt. Das heißt, wir haben gut 100 Mitarbeiter in der gesamten Gruppe. Auch eine Transaktionsbank, die Incorbank, gehört zu uns dazu, die sehr stark momentan so seit 2 Jahren im Krypto-Bereich tätig ist und sich zu der mittlerweile größten Krypto-Abwicklungsplattform in der Schweiz etabliert hat. Und was uns unterscheidet zu einem normalen Softwarehaus, ist die Regulierung. Dadurch, dass wir zu dieser FINMA-regulierten Gruppe dazugehören, also die FINMA ist die Schweizer Bankenaufsicht, vergleichbar zu der BaFin in Deutschland, werden auch wir entsprechend den ganzen Vorschriften hier in Regensburg dann überwacht. Seit 1984 gibt es die Sobarco-Gruppe. Ich habe es erwähnt, es gibt die Incorbank in unserer Gruppe, die Sobarco Solutions. Das ist die Firma, die die Einführung von Bankensoftware macht in der Schweiz. Das ist die Software der Finova. Und auch hier konnte sich die Sobarco Solutions über die Zeit einen relativ guten Namen und dadurch auch eine der größten Finova-Privatbankenplattformen erarbeiten. Damit Sie eine gewisse Sicherheit auch haben, dass das System nicht morgen irgendwie an irgendwelche Investoren verkauft wird, auch dass wir nicht ein Fintech sind, die es seit 2 Jahren gibt und jedes halbe Jahr eine Finanzierungsrunde machen müssen, habe ich hier die Zahlen auch mal ein bisschen aufgezeigt.
auch der Hauptgesellschafter, das ist der Herr Peter Heist aus Zürich, ist dran, dem ist gelegen daran, dass wir auf eine langfristige Zusammenarbeit und langfristige Partnerschaft aus sind und keinerlei Interessen daran, hier das Firmenkonstrukt spezielle Subaco Betax nur als Finanzinvestition zu sehen. Wir selbst sitzen hier in Regensburg. Gegründet wurde die Betax damals im Jahr 2000. Wir waren damals schon reguliert über die damalige BaKred als Unternehmen mit bankbezogenen Hilfsdienstleistungen. In dem Zeitraum haben wir uns relativ gut aufgebaut und stark vergrößert. Aktuell per März, trotz der nachgebenden Märkte, liegen wir im Moment bei rund 20,5 Milliarden Euro an Assets under Control. Das heißt, die gehören uns nicht. Wir haben auch keine Vertriebsvereinbarungen, was mitunter auch, der Jens hat es erwähnt, der Grund war der Unabhängigkeit. Wir stehen nicht zwischen irgendeiner Provisionskette bei den Daten, die wir verarbeiten. Und deswegen sind diese 20,5 Milliarden Assets nicht der Bestand der Subaco Betax, sondern das ist der Bestand, den wir täglich verarbeiten. Und da fließen schon einiges an Transaktionen drüber. Im Schnitt sind das knapp 5 Millionen Transaktionen im Monat, die sich natürlich erhöhen können, wenn irgendwelche prominenten Fonds auch Ausschüttungen dann haben. Wie gesagt, 20 Leute arbeiten hier in Regensburg. Wir haben Zugriff auf noch mehr in der Schweiz, versuchen aber den Großteil hier bei uns in Regensburg abzuwickeln. Das ganze System ist stark modular aufgebaut. Das heißt, wir könnten auch nur die Datenverarbeitung und die Schnittstellen zur Verfügung stellen, wie wir es jahrelang auch vorher schon für die Apella gemacht haben, für eine Depotbank. Aber das Webdepot an sich ist modular aufgebaut, was Sie auch später noch in der Präsentation sehen können. Wir haben es so gemacht, dass man nicht das komplette Modul nutzen muss und dafür auch die Kosten trägt, sondern einzelne Module sind zuschaltbar oder auch abschaltbar. Dadurch, dass wir jetzt schon relativ lange im Markt drin sind, haben wir viel erlebt, wir haben viel gehen und kommen sehen und haben dadurch eine sehr starke Kunden-Community auch aufgebaut, was wir regelmäßig auch hier so einmal, zweimal im Jahr machen, wo wir unsere Kunden zusammenbringen, um uns auszutauschen. Und da findet ein reger Austausch immer statt. Nicht konkurrenzgetrieben, sondern eher, dass sich jeder da unterstützt. Und so haben wir die Subaco Betax jetzt in der letzten Zeit dahin geführt, wo sie jetzt ist. Partnerschaftliche Kooperation. Sowas ist uns ganz wichtig. Ich habe hier mal, damit Sie ein bisschen ein Bild dazu haben, wer wir sind, wo wir sitzen, mit welchen Mitarbeitern Sie es demnächst vielleicht auch mal direkt zu tun haben, uns fotografieren lassen. Das war zu unserem Jubiläum. Da haben wir von der IHK hier in Regensburg zum 20-jährigen Jubiläum eine Urkunde überreicht bekommen. Sie sehen auch ein paar Herren noch dabei. Hinten steht auch der Peter Heist, der Hauptgesellschafter. Es steht auch der Mitgesellschafter noch mit dabei. Und das ist unser Team. Und die beiden Hände, die ich hier aufgezeigt habe, die sollen das symbolisieren, dass wir nicht nur eine vertragliche Kooperation haben, sondern eine partnerschaftliche Kooperation. Und deswegen stehen wir hinter Ihnen, hinter unseren Kunden und glauben an das, was wir tun. Wie erwähnt, partnerschaftliche Zusammenarbeit anstatt nur eine vertragliche Zusammenarbeit. Das sind Punkte, die uns wichtig sind. Wir wollen auch relativ neutral am Markt auftreten. Deswegen arbeiten wir auch mit, man kann es nennen, Mitbewerbern von uns zusammen, einem VWD, einer PS Plus, einer Expertsoft. Das sind alles Mitstreiter am Markt. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Unsere Stärke liegt ganz klar in dem Thema Datenverarbeitung und wir beliefern auch andere Systeme, auch Pool-Systeme wie jetzt die Apella mit unseren Daten. Wir haben unsere Datenlieferanten Mountain View seit Jahren schon, Six ist mit dabei. Das sind solche Themen, die mir wichtig sind, dass Sie auch wissen, dass wir teilweise sehr stark auch am Markt vertreten sind.
unsere Produkte und Services. So, bevor wir jetzt das ist die letzte Folie, bei der ich allgemein auf uns eingehe, das ist unser ganzes Leistungsspektrum rund um MyWebDepot. Einige Themen betreffen teilweise nur die Schweiz. Wir haben in Schweiz einige an Privatbanken an unserem System angebunden, die auch unsere Onboarding-Systeme und unser Webdepot nutzen, ein paar Vermögensverwalter. Die Konzentration liegt aber ganz klar auf dem deutschen Markt, teilweise auch ein bisschen in Österreich. Und das sind so die 6, 7, 8 großen Punkte, die wir in unserem Webdepot abbilden. Was das im Einzelnen ist, da gehe ich jetzt auszugsweise in der Präsentation drin drauf ein. Und Sie können das natürlich auch selbst live in Ihrem Zugang sich anschauen. Sobald Sie den Link bekommen haben oder über das Makler, das MSC, das Makler Service Center, der Appeller direkt über ein Single Sign-On, also einen direkten Zugang zu unserem Webdepot kommen, kann auch diese oder wird diese Startseite dann erscheinen. Hier ist es wichtig zu wissen, was bedeutet Beraterbereich, was bedeutet Kundenbereich. Wenn Sie sich mit dem Beraterbereich einloggen, dann haben Sie direkt den Einblick auf all Ihre Kunden über Ihren kompletten Bestand. Loggen Sie sich im Kundenbereich ein, dann erscheint zuerst eine Maske, mit der Sie den Kunden suchen können. Denn viele unserer Partner arbeiten direkt mit dem Webdepot, mit dem Kunden. Das heißt, der Kunde sieht sofort, was Sie da aufmachen. Und es wäre nicht unbedingt förderlich, wenn der Kunde dann direkt mal Ihre Gesamtbestände oder auch irgendwelche Kundennamen sieht und er vielleicht auch seinen Nachbarn da drin erkennt. Deswegen, wenn Sie mit dem Kunden direkt im Gespräch sind und er sieht Ihren Monitor, dann loggen Sie sich über Kundenbereich ein, suchen den Kunden über die Suchmaske und so haben Sie nur die Informationen und Bestände des Kunden. Und so sieht das Ganze dann aus. Das Dashboard, jetzt im Appeller-Design gelabelt, zeigt eine Zusammenfassung und Übersicht all der Bestände. In dem Fall ist es die Zentrale von Appeller. Wenn Sie sich einloggen, dann sehen Sie Ihr Dashboard mit Ihren Kunden und Ihren Beständen. Hier möchte ich gleich darauf hinweisen, dieses Dashboard führt ungefähr 80% aller Berechnungen durch, die bei uns im Hintergrund laufen und dauert ab und zu mal eine Sekunde, zwei länger. Deswegen nicht die Geduld verlieren, wenn das nicht innerhalb von einer Sekunde alles aktualisiert ist, sondern 5, 6 Sekunden dauert. Aber dann sind alle Informationen direkt auf dem Dashboard verfügbar. Hier gibt es diese Komfortsuche. Ich habe jetzt ein paar Bereiche rausgezoomt. Bei dieser Komfortsuche geben Sie nach irgendwelchen Kriterien die Daten ein und suchen dann Ihren Kunden. Wollen Sie die Gesamtübersicht haben, drücken Sie einfach auf Suchen, ohne dass Sie irgendwas eintragen. Und schon erscheint die Übersicht, die Sie unten drunter sehen, die Kundenübersicht, und können dann über diesen Button ganz links Aktionen, dieses kleine grüne Männchen, direkt in die Kundenbestände reingehen. Ein ganz wichtiges und meiner Meinung nach von den Programmierern schön gelöstes Thema ist, das sind die Serienberichte. Hier können Sie die Grundeinstellungen vornehmen, Starttag, Stichtag über diesen Haken oben können Sie vordefinierte Zeiträume auswählen, mit denen Sie die Berichte erstellen. Weiter unten gibt es weitere erweiterte Einstellungen, Benchmarks, Performance-Berechnungsänderungen, Entgelte, alle möglichen Themen, die wichtig sind, die Sie im Berichtswesen abbilden können. Und unter dieser ganzen Eingabemaske befinden sich in der Vorschau die Berichte, so wie sie aussehen. Standardmäßig sind alle immer angeklickt. Sie können natürlich auch nur einzelne Berichte dann auswählen und diese Berichte werden dann so erstellt, wie Sie sie oben eingestellt haben, mit den Kunden, die Sie ausgewählt haben, und dann in die Doku-Box gelegt. Wenn Sie in dem Moment, wenn Sie auf Drucken drücken, kommt ein Hinweis,
dass diese Berichte bis zu 24 Stunden lang dauern können, bis sie erstellt werden. Nein, das ist natürlich nicht so. Das ist nur ein Hinweis, weil wir haben die Möglichkeit, Serienberichte zu erstellen. Das heißt, Sie könnten hier über all Ihre Kunden die gleichen Berichte erstellen. Und wenn Sie natürlich 100 Kunden auswählen, pro Kunde werden 10, 12 PDFs erzeugt, der Kunde hat dann noch eine Historie von mehreren Jahren, dann dauert es natürlich, bis alle Kunden erstellt sind. Deswegen den Hinweis einfach wegklicken, in die Doku-Box gehen, dort gibt es eine Übersicht über den erstellten Berichten und dort sehen Sie dann auch, sobald der Bericht erstellt wurde, dann wird in einer Tabelle ganz rechts angezeigt, die Größe des Berichtes und sobald da eine Zahl steht, können Sie den Bericht dann auch abrufen. Ein großes Tool bei uns drin ist das Fonds- und Portfolio-Modul. Dort befinden sich 15.000 bis 16.000 Wertpapiere drin, also in dem Fall Fonds, und mit allen möglichen Informationen, die Sie brauchen, um nicht unbedingt zu anderen Anbietern, also um nicht aus dem System rauszugehen und zu wechseln. Es gibt eine Fondsempfehlungsliste. Eine Fondsempfehlungsliste ist meistens eine begrenzte Anzahl von Produkten, die wir hier einpflegen und von der Zentrale, in dem Fall auch von der Apella, übermittelt bekommen. Das hat nichts mit einer Empfehlung an sich zu tun, sondern da geht es eher darum, dass eine Auswahl da drin gemacht wurde, um nicht in einem Fondsuniversum von 7.000 bis 8.000 Fonds, wie sie die Plattformen dann anbieten, suchen zu müssen. Das Fondsuniversum beinhaltet alle Fonds, alle Wertpapiere, die über die Plattformen verfügbar sind. Musterportfolios können hier eingespielt werden und diese Musterportfolios dann auch später in der Anlageberatung, ohne dass sie die wieder zusammenstellen müssen, abgerufen. Eine Watchlist können Sie erstellen, indem Sie die einzelne Produkte anklicken und dann geht ein Menü auf, zur Watchlist hinzufügen und so können Sie sich kleinere oder größere individuelle Watchlisten oder Depots auch zusammenstellen, die Sie einfach in der Überwachung haben. Neben den eigentlichen Informationen hier haben wir auch zu jedem Fonds die Prospekte, die Jahresberichte, die Kits, die Pips, alle Informationen und Dokumente, die es dazu gibt, sind hier abrufbar. Und zwar, wenn Sie hier auf den Button Aktionen gehen, geht ein Auswahlmenü auf und alle Dokumente können abgerufen werden. Hier sehen Sie einen kleinen Spickzettel. Das ist das Thema der Zielmarktdaten. So, jetzt ist mir das Wort entfallen. Das sind die Zielmarktdaten zu den einzelnen Produkten, um zu sehen, welches Produkt passt denn zu welchem Zielmarkt. Können Sie auch vorher in dieses Tool reingehen, um sich genau das anzuschauen. Über die Einstellungen können Sie das Webdepot für sich ein bisschen anpassen. Wenn Sie beispielsweise hier die Serienberichte definieren wollen, das Berichtswesen so gestalten, wie Sie es dann immer dem Kunden rausgeben, dann können Sie das hier in diesem Menüpunkt dann tun und jedes Mal, wenn Sie sich wieder einloggen, sind diese vordefinierten Felder dann gespeichert und Sie müssen nicht nochmal jedes Mal die ganzen Themen dann angehen. Das Gleiche geht, wenn Sie einen Performance-Chart zum Beispiel sehen wollen, wie soll der abgebildet werden? Soll er mit einer Geldgewichten, einer Zeitgewichten oder nur mit einer GNV abgebildet werden? Das sind so Themen, damit können Sie sich spielen, um Ihr Webdepot zu Ihrem Webdepot zu machen. Das Dashboard des Kunden, wenn der Kunde sich denn dann einloggen darf, das können Sie entscheiden. Wir haben die Möglichkeit, hier Ihnen die Login-Daten für den Kunden in Ihrem Webdepot zur Verfügung zu stellen. Und Sie entscheiden selbst, ob Sie dem Kunden den Link und den Zugang zur Verfügung stellen. Dann sieht der Kunde ein Dashboard, das ist beschränkt natürlich. Das beinhaltet nicht alle Informationen, die Sie haben, denn irgendwo braucht der Kunde ja auch noch einen Ansprechpartner und Sie brauchen ja
einen gewissen Mehrwert zu dem, was der Kunde selbst einsehen kann. Aber er kann hier jeden Tag, jede Nacht, 24 Stunden, 7 Tage die Woche kann er reinschauen und er kann hier auch die Dokumente einsehen, die Sie für ihn erstellen. Er kann gewisse Analyse-Tools dann nutzen. Wir haben hier so ein bisschen Spielereien rund um die Länderallokation, die Holdings, die Währungen drin, sodass er sieht, wie ist sein Depot insgesamt allokiert, wo ist er investiert, in welchen Währungen, in welchen Ländern und auch in welchen Gesellschaften. Eine ganz klassische Vermögensübersicht hat er natürlich auch. Und diese Vermögensübersicht ist so aufgebaut, dass man primär das Produkt an sich sieht mit den entsprechenden Informationen. Und immer wenn Sie so einen Pfeil sehen, dann klicken Sie einfach mal drauf. In dem Fall gehen die Buchungen auf zu diesem Wertpapier, sodass Sie nicht in extra eine Buchungsliste wechseln müssen. Jetzt kommen wir zu dem Onboarding- und Beratungsmodul. Eines der wichtigsten Themen auch rund um das Neugeschäft, um das Bestandsgeschäft und vor allen Dingen, dass Sie rechtssicher das ganze Thema beraten können. Nach der Freischaltung kam von dem einen oder anderen die Frage, warum kann ich die Anlageberatung nicht machen? Sie können die Anlageberatung oder das beratungsfreie Geschäft dann vornehmen, sobald das Kundenprofil vollständig erstellt ist. Also zuerst immer bitte das Kundenprofil erstellen. Sie müssen dann nicht weitermachen, sondern können später die Anlageberatung oder den Verkauf der Produkte vornehmen. Aber bitte zuerst immer das Kundenprofil erstellen. Dann gelangen Sie im Kundenprofil. Das sind so die klassischen Abfragen, die wir machen. Wir müssen einige Pflichtfelder hier einbauen, weil Ziel ist es, dass die Formulare, die wir hinterlegt sind, zu 100% und fehlerfrei befüllt werden. Es wird auch nach und nach, nach der eBase jetzt, wo die Anbindung schon stattgefunden hat, auch andere Plattformen sich an unser System so andocken, dass im Hintergrund alles elektronisch mit der elektronischen Unterschrift, ohne dass Sie irgendein PDF ausdrucken müssen, dann auch durchgeführt werden können. Und deswegen gibt es hier ein paar Themen, die Sie einfach ausfüllen müssen. Sie kennen das von anderen Plattformen, damit es nicht so viele Rückläufer gibt und das Geschäft und das Depot relativ schnell durchgeführt und eröffnet werden kann. Kenntnis und Erfahrung, der Klassiker. Sie kennen das Thema. Das ist jetzt, denke ich mal, nichts Neues. Wir fassen dann immer zusammen das Ergebnis der Risikobereitschaft, bevor es dann weitergeht. Die Vermögens- und Einkommenssituation muss abgefragt werden. Der Anlass der Beratung. Und hier haben wir so einen kleinen Spickzettel auch reingebaut. Immer wenn so ein Informationszeichen hier erscheint, gehen Sie einfach mal drauf, was da drin steht. Und das ist so der kleine Spickzettel zu den Zielmarktdaten. Je nachdem, was Sie hier auswählen, wird die Zielmarktinformation hinterlegt von dem Kunden. Und es kann dann sein, dass Sie irgendeinen Fonds oder ein Produkt hinten nicht finden, weil dieser Anlagezweck nicht zu einem Zielmarkt passt. Deswegen einfach mal hier drauf gehen und Sie sehen schön, welche SRI und welche Zielmarktkriterien sind notwendig, damit Sie genau diesen Anlagezweck erfüllen können. Bei den Depotführern haben wir das so gelöst, Sie wählen die Bank aus, bei der der Kunde entweder schon ein Depot hat, dann ist automatisch auch die Kunden- und Depotnummer hinterlegt oder Sie wollen ein neues Depot eröffnen und hier gibt es im Moment die eBase mit im System drin, mit allen Formularen und die meisten Geschäftsfälle mittlerweile auch komplett elektronisch, die dahin übermittelt werden. Es folgt als nächstes die Frankfurter Fondsbank und was dann noch folgt, da stimmen wir uns ab, ob das eine DWS ist, ob das irgendeine andere Plattform ist. Wir haben da einiges im Angebot. Insgesamt haben wir Schnittstellen zu über 70 Depotbanken. Und da werden wir schon einige finden, die wir hier mit reinbringen können, um das Geschäft so einfach wie möglich für Sie zu machen. Bei der Anlageberatung haben Sie eine Anlagestrategie ausgewählt. Sie können nicht nur die Einmalanlage, sondern Einmalanlage und Sparplan auswählen, einen Auszahlplan, also alle möglichen
Transaktionen können hier gemacht werden und wählen dann die entsprechenden Parameter hier aus. Wichtig hier, die Frage kam auch öfters mal auch von anderen Kunden, warum muss ich eine Anlagedauer bei der Einmalanlage auswählen? Der Grund ist der Kostenausweis. Gehen Sie hier hin und machen Sie eine Anlagedauer von 10 Jahren. Die Kosten werden dann auf diese Zeit gerechnet. Machen Sie hier keine Anlagedauer, also füllen Sie hier keine Anlagedauer ein, dann geht das Programm auch nicht weiter, sondern Sie werden darauf hingewiesen, es soll eine Anlagedauer angegeben werden. Deswegen nicht verwirren, wenn hier Anlagedauer abgefragt wird. Das hängt mit dem sehr beliebten Ex-ante-Kostenausweis zusammen, der dann so aussieht. Der Ex-ante-Kostenausweis wird hier sehr reduziert dargestellt. Das ist auch soweit abgeklärt mit unserem Rechtsbeistand. Das reicht völlig aus, dass in dem Moment der Kunde diese Übersicht sieht. Später bei den Dokumenten, bei der Dokumentation, was Sie dem Kunden aushändigen, da geht es dann schon sehr in die Tiefe. Da wird pro Produkt dann auch der Kostenausweis abgebildet. Das Ganze sieht dann so aus. Wir haben die Originalformulare, in dem Fall habe ich jetzt mal ein Beispiel der eBays mit drin. Das sind die Originalformulare und alles, was die eBays an Pflichtfeldern braucht, wird hier abgebildet. Deswegen ab und zu mal ein rotes Feld. Bitte füllen Sie dieses Feld aus, damit wir genau das abbilden können, um die Formulare 100% auszufüllen. Dann gibt es ein Beratungsprotokoll inklusive Geeignetheitsbericht. Und das ist genau das Dokument, was für Sie auch später wichtig ist. Denn alles, was Sie mit dem Kunden hier vereinbart haben, ist hier dann darauf dokumentiert. Das ist das Thema, was jetzt aktuell zur Verfügung steht. Ich hoffe, dass Sie da genügend Nutzen drin sehen in unserem Tool und wir hier jede Menge neue Bestands- und Abfragengeschäft generieren können. Bevor ich jetzt zu den nächsten beiden letzten Punkten komme, kurze Frage in die kleine Runde. Jens, gibt es von deiner Seite bis hierhin Fragen oder Anregungen, was ich noch erwähnen könnte? Ja, ich kann erstmal die eine Anregung, jeder, der die Präsentation jetzt sich anschaut, in dem Moment sollte er wissen, dass wir eine Live-Präsentation schon im System hinterlegt haben. Also das ist ja immer das eine, dass man hier vorgefertigte Folien im System zeigt. Meiner Meinung nach hast du die Toolbereiche alle sehr gut erstmal bildlich dargestellt. Hinweis wäre eben, live haben wir das alles auch aufgenommen und auch im System hinterlegt. Das schon gleich mal so vorab, nicht, dass jemand sagt, naja, Folien kann ich mir das recht einfach immer angucken und wenn es dann ins System geht, dann sieht es nicht so aus. Ich will ja die Software noch gar nicht haben, ich will es mir vielleicht nur ansehen. Ja, du hast auch gesagt, dass es definitiv hier um das Onboarding geht, einer Depoteröffnung. Es war auch sehr schön zu sehen, welche Konto-Depot-Varianten bei der eBays jetzt gingen. Ich kann schon jetzt die Botschaft hier schon wieder geben, dass die weiteren Depot-Varianten, die es dann bei eBays oder vielleicht auch in Zukunft bei anderen gibt, natürlich nachgezogen werden und nicht, dass das Bild wieder damit begrenzt war. Das Zweite, was ja wir als Tool überhaupt nicht momentan anbieten, ist ja der gesamte Bestandsberatungsprozess. Den hast du auch sehr schön gezeigt, hast auch gezeigt, dass jeder seinen eigenen Bericht, ich sag mal, täglich zur Verfügung stellen kann. Wichtig in dem Moment ist noch, dass er sogar Zeiten einer dauerhaften Erstellung, wie im Quartal, halbjährlich oder jährlich, hinterlegen kann, um es ja nicht täglich zu machen. Sowas kann man ja auch im Serviceentgelt mit als seine Dienstleistung formulieren. Das bekommt er ja sonst nicht. Ja, und die Dinge sind eben auch immer MIFID-konform. Also ich habe jetzt in dem Moment alles gesehen, was ja auch für die Entscheidung des Maklers wichtig sein müsste, was er hier kann. Und den Hinweis hatte ich gegeben, dass wir es live auch schon hinterlegt haben. Ich hätte eine Frage. Mhm. Wir haben ja viele junge Partner, die wir auch anbinden. Und da ist es natürlich
teilweise schon gang und gäbe, dass gerade jüngere Kunden auch einfach so einen Prozess eigenständig durchlaufen wollen und vielleicht auch an einer fertigen Lösung Interesse haben, Stichwort Robo-Advisor. Ist es möglich, also für mich als Vermittler jetzt meinem Kunden einen Link zuzuschicken, dass der sich quasi selbst onboardet und einen Robo-Advisor zum Beispiel eröffnet? Also jetzt sind Sie mal vorab gekommen. Okay. Dann gehe ich gerne mal einen Schritt weiter. Ah. Ja, genau. ich wollte zuerst mal das präsentieren, was jetzt schon da ist, also was auch live geschaltet ist. Und ich habe mir erlaubt, mal unseren Robo, wir haben zwei davon, ein bisschen schon mal an das Design der Appeller anzupassen. Und um Ihre Frage zu beantworten, ja. Sobald dann würde ich vielleicht noch mal eine Frage zwischenschieben. Ja. Dann schließen wir damit vielleicht den Bereich von dem, was da ist, ab. Die Dokumentation und die Dokumente, die erstellt werden in der Software, werden die gespiegelt in unser Appeller-System? Das ist sicherlich eine Frage, die der eine oder andere vielleicht jetzt haben könnte. Ja. Sobald die Dokumente erstellt werden, findet im Hintergrund so ein Übertragungsprozess statt und die Dokumente werden dann in dem jeweiligen MSC abgespeichert. Ja, genau. Ja, da kann ich auch noch ein, zwei Worte vielleicht dazu zu sagen. Also das ist schon mal auch ein Extremunterschied in der Kooperation, in der wirklich Zusammenarbeit mit Subaco. Also die erstellten Dokumente werden nicht, sage ich mal, nur im System von Subaco abgespeichert und sind dann dort drin. Ja, und der Makler müsste es jetzt selbstständig sich irgendwo hinspeichern und müsste es ausdrucken oder was weiß ich. Nein, wir kriegen es im selben Moment, wo die Depotbank es übertragen bekommt, bekommen wir bei Appella das in eine Datei. Jetzt muss natürlich Appella eine Programmierung durchführen, die aus dieser Datei dann den Makler mit seiner Nummer und auch den Kunden mit einer Kundennummer oder Depotnummer, wie auch immer, dem Kunden dann im MSC, wenn das Depot kommt, es kann ja sein, es ist überhaupt noch nicht da, es ist überhaupt noch kein Kunde da, ja, dem das dann zuordnet, sprich in Zukunft genau, was der Herr Richard, der Jörg gesagt hat, ja, wir bekommen alle Dokumente und ja, wir werden sie wie auch Versicherungsdokumente oder andere Dokumente dem Kunden aussortieren und in die Dokumente zum Depot einlegen. Super. Alles klar, dann weiter mit dem Robo. Genau. Ich will da ein bisschen Appetit machen. Das ist unser Robo, das ist so die erste Seite. Ganz klassisch, der Endkunde kann hier reingehen und kann, wenn er will und auch affin genug ist und auch später die Legitimation durchführt, kann der Kunde hier direkt sein Geschäft abwickeln. In der Regel wird das tatsächlich so genutzt, dass der Berater mit dem Kunden dieses Tool dann durchgeht über ein Video-Screen-Sharing-Modell oder hat ihn am Telefon. Aber wir haben versucht, den Robo so zu bauen, dass der Kunde einfach komplett da allein durchgehen kann. Und ganz am Ende, also wir haben dann hier solche Produktübersichten drin, da kann er dann auswählen, was passt denn zu ihm. Diese Produkte werden von der Appella dann hier hinterlegt. Das ist also kein echter Robo im Hintergrund, der aus irgendwelchen Logiken oder aus irgendwelchen Frage- und Antwortspiel irgendwelche Produkte auswählt, sondern das sind schon die Ihnen bekannten Produkte, die hier hinterlegt werden können, aber angepasst an dem Risikoprofil des Kunden. Und wenn er das Ganze durchgespielt hat, dann kommt er auf eine einfache Seite, gibt hier ein paar persönliche Daten ein, kann hier auch dann direkt zu einer Legitimationsplattform verlinkt werden, kann eine Ausweiskopie hochladen, was auch immer. Und das Schöne daran ist, das läuft nicht anonym drüber und die Appella-Zentrale freut sich über neue Kunden und muss keine Provision auskehren, sondern Sie als Berater haben mit dem Login eine Identifikation in dem Robo und der Umsatz, der Kunde, die Provision wird Ihnen direkt zugeordnet, als ob Sie das Geschäft mit der Hand ganz manuell, ganz normal gemacht hätten. Und das ist der Unterschied zu manch anderen Systemen. Deswegen brauchen Sie keine Angst zu haben, dass dieser Robo Ihnen Geschäft wegnimmt. Im Gegenteil, der vereinfacht Ihnen das Geschäft. Sie müssen nicht zu dem Kunden hinfahren. Sie können das
per Remote, per Videocall machen. Was ich übrigens vergessen habe, dazu zu sagen, wir haben auch ein Video- und Recording-Tool im Webdepot drin. Das ist noch ein Thema, das werde ich mit Herrn Quitschalle, mit Jens besprechen, inwieweit wir das einbauen, weil auch da Recording-Funktionen drin sind und wie das genutzt werden kann. Das ist, wie gesagt. Ich möchte mich zu dem Punkt nochmal extrem bedanken, Jörg, dass du mal den praktischen Unterschied erläutert hast. Also die Depotbanken, das ist ganz kurios, seit einer geraumen Zeit, ungefähr seit einem Jahr, bieten die den Maklern direkt sogenannte Depoteröffnungslinks für ihre Kunden an. Mhm. Aber es sind dort zwei Dinge nicht in dieser Dienstleistung beinhaltet und die meisten Makler wissen es nicht. Erstens mal ist nicht beinhaltet, dass der Kunde eine Dokumentation, eine Angemessenheit, eine Geeignetheit durchführt. Das heißt, im Umkehrschluss kommt es zu Haftungsfragen, gibt es nur eine Depoteröffnung, die Depotbank kann den alles ordern und der Kunde sagt dann, ja, das habe ich nicht gewusst, wo kommt denn eigentlich die Empfehlung des Ursprungs des Linkes her? Mhm. Dann ist die Verlinkung dann 100% dem Makler zuzuordnen. Ja, und hier ist es eben so, dass der Kunde sich da durchklicken schon auch selber kann und muss oder wie auch immer. Und als zweites sehr gut erklärt, das ist auch der Unterschied, dass egal welche Struktur es gäbe, egal welche Provisionsdaten bei uns hinterlegt sind, die sind automatisch in diesen Robo-Link, der dann vom Makler erzeugt wird, sind die hinterlegt. Das heißt, es muss sich keiner danach um irgendeine Provisionsdepotzuordnung oder irgendwelche Dinge kümmern. Es ist vollumfänglich alles dann erledigt. Und das hat natürlich auch diese Personalisierungsmechanismen für der Feststellung des Maklers, der Struktur, der Herkunft etc. Das hat natürlich einen größeren Inhalt, als nur eine Depoteröffnung zu machen, wo 24 Angaben drin sind und nicht mehr. Genau. Also nochmal danke, ja. Also das ist ein Tool, das kommt sehr stark im Moment zum Einsatz. Ich habe mich lange fast schon gewehrt, dagegen den 15. Robo am Markt zu bauen. Aber mit der Idee, die wir mit einem langjährigen großen Kunden umgesetzt haben, diesen Robo so zu bauen, war ich völlig einverstanden. Und deswegen ist das so der bisschen andere Robo, wie man ihn kennt. Und jetzt möchte ich auch hier an dieser Stelle soweit die Präsentation beenden. Das sind wir, die Sobarco Betax im schönen Regensburg. Die Sobarco Solutions und die Incor Bank sitzen im schönen Zürich, im Schweizer Ländle, wie man so schön sagt. Und jetzt bedanke ich mich recht herzlich für die, die bis zum Schluss durchgehalten haben und sich diese Präsentation auch nochmal anschauen. Und auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und der gesamten Appella. Also Jörg, wir bedanken uns natürlich ganz sehr bei dir. Ich denke, wir werden uns öfters sehen, wir werden öfter miteinander zu tun haben und ich hoffe, dass wir uns auch persönlich mit den Maklern alsbald wiedersehen. Es gibt ja hoffentlich unsere möglichsten physischen Maklerveranstaltungen in Zukunft wieder. Also nochmal das Dankeschön und auch die Verabschiedung und hier der Hinweis, diese Präsentation und die Live-Präsentation finden Sie dann im Makler Service Center unter oder in der sogenannten Mediathek im Informationscenter. Und dort können Sie sich das wie oft auch immer vor Ihrer Beantragung zu der Software, können Sie sich das ansehen, vielleicht zur Software selber. Ab einer Bestandsgröße bei uns im Haus, ab 1 Million, bekommen Sie die Software entweder automatisch oder nach Bedarf, wenn Sie sich angemeldet haben von Appella. Und unter der Größe von 1 Million kostet die Depot-Nutzungsvariante Appella My Web Depot 25 Euro brutto im Monat. Super. Dann, glaube ich, haben wir alles gesagt. Und jetzt ist es, glaube ich, an jedem einmal, sich ja den Zugang sozusagen freischalten zu lassen, um dann die ersten Schritte zu gehen, um rauszufinden, wo habe ich noch Fragen. Um dann ja vielleicht zügig dann den ersten Antrag durchzubringen. Denn ich glaube, in der Praxis wird man relativ schnell rausfinden, ob entweder alles so funktioniert, wie wir es jetzt gesehen haben, oder man vielleicht doch irgendwo nochmal an eine Stelle stößt, wo man eine Verständnisfrage hat. Ja, und dann haben wir, glaube ich, auch jetzt gesehen, wo man sich da melden kann. Und Jens, du stehst natürlich auch zur Verfügung an der Stelle. Ja,
Genau. Und für alle neuen Kolleginnen und Kollegen, die sowieso gerade neu zu Appeller gekommen sind, ihr habt dann sowieso euer Onboarding-Team und könnt dort alle Fragen loswerden. Ja, dann vielen Dank an die Runde und an alle gute Geschäfte und gutes Gelingen mit der neuen Software. Ich glaube, damit haben wir jetzt ein gutes Tool zur Hand, was hilft, das Geschäft einfacher und schneller zu machen.